Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und das sind Fettraupen. Was sind? Ich habe mir gerade Fettraupen genommen. Ah ja, und die Mathilde ist auch dabei. Die alte Fettraupe, die... Entschuldigung. Du siehst wie immer bezaubernd aus. Ich habe mal Steine reingepackt, ne? Also hier so in den Ofen und so, ne? Ziegelsteine. So fast 600 und ich brauche davon nicht mehr so viel. Ich brauche nur 25, ne? Ihr seht es nicht, sie guckt ein bisschen böse. Ich muss noch ein bisschen Holz hacken und so, ne? Bis gleich, ciao. Ja, mach mal. Ich hab nichts gemacht. Hm? Alles gut. Alles gut? Gut. Oh! Was denn? Ich kann den Waffenschmied-Lehrling jetzt machen. So einfaches Verbesserungskit und einfaches Waffenschaden-Kit und Verstärkung und. Kannst du auch mal mittlerweile so Speere bauen? Das haben sie ja mal in den Kommentaren vor Ewigkeiten geschrieben. Das Speere sollen. Steinspeer. Na, Steinspeer ist doof. Aber ich muss. Ach nee, warte, hier, Waffen ist ja extra. Moment. Weil die sollen super gegen Krokodile sein. Eisernes Kurzschwert. Streitkolben kann ich lernen. Entermesser. Dann haben wir hier Begriffmacher. Kann ich noch nicht. Verteidiger. Schildmacher. Schläger. So. Hier haben wir auch deine Langschwert würde ich auch nehmen. Also, da kann ich lernen die Eisenpik. Eine eiserne Zweihand-Großaxt. Ein Kriegs. Ein Eisendoppelschwert. Oh, ein Katana. Der Katana nehme ich nicht, da bin ich raus. Eisenkorsike. Eine eherne Pike mit breiter Spitze. Also zwei verschiedene Piken. Die eine macht Schaden 22. Au. 20. Also würde ich, wenn die. Huch, die kann ich schon machen, die Korsike anscheinend. Ich bin gelernt, habe ich die gerade ausgezogen, ne? Dann bitte bauen. Möchtest du ein Eisendoppelschwert haben? Hattest du nicht irgendwas mit einer Axt gesagt? Eine Doppelaxt oder sowas? Habe ich mich verhört? Eine eiserne Zweihand-Großaxt. Oh ja, die klingt nach richtige Zweihand. Eine niederträchtig geformte Zweihand-Axt. Was hat die? Verkrüppelt die mehr oder irgendwas Besonderes? Oder? Also ich lese hier nur Gesundheitsschaden 19. Und das Zweihandschwert? 27. Macht ja eher Sinn, das Schwert zu nehmen. Na gut, dann nehme ich das Schwert. Dann schalte ich das frei, weil dann ich habe auch nur noch 5 Punkte, die ich machen kann. Okay. Weil eigentlich war ich auf der Suche nochmal nach meinem Herd. Ach ja, Herd. Stimmt. Wo war denn der drunter? Ja, das. Okay, dann such mal. Wir haben einen Sandsturm. Zumindest klingt es so. Klingt so, sieht aber noch nicht so aus. Aber vielleicht kommt er gerade. Ja. Ich hack nur ein, zwei Bäume platt, da muss ich eh nach Hause. Da mache ich schön geformtes Haus. Da hat das Zimmer immer. Holz meine ich. Was habe ich gerade gesagt? Schön geformtes Haus? Da ist der Herd. Oh. Das sah so aus wie eine Truhe. Stufe 27. Ah, Stufe 29 brauche ich eher dafür. Und ich habe auch gelesen, dass wohl. Ich kann eine Kühlkiste lernen. Irgendjemand war auch so nett und hat geschrieben, dass das Geschirrregal wohl ganz gut ist zum Auflegen von Sachen. Echt? Na gut, das kann man ja hinhängen. Ja, das bietet wohl auch ganz gut Platz. Ich habe jetzt sowieso gerade nichts mehr zu verteilen. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich wollte eine Pike machen und ich wollte Dings machen. So, Axt ist fast kaputt. Komm ich nach Hause? Ach, ich brauche ja. Ist der Schmiede hell? Hat man für heute irgendwas geplant? Groß? Nee, ne?
Der Sklave wird noch da malträtiert. Das Einzige, was wir... Wie kriegen wir am besten XP-Punkte? Das habe ich hier noch nicht in dem Spiel verstanden. Wahrscheinlich durch Töten, oder? Oh, ich habe bald genügend Eisenverstärkung für mich. Nur für dich? Wie viele hast du denn in Auftrag gegeben? Also hier sind jetzt drin 221. Ich habe jetzt nochmal 78 in Auftrag gegeben. Und ich alleine brauche jetzt 250. Na, ich weiß, ich glaube, ich brauche auch 250. Das war recht viel. Boah, jetzt kann da hier... Ich gehe Holz hacken. Ich brauche echt Holz. Also er stellt gerade erstmal 72 geformtes Holz. Ach komm, nehme ich auch nochmal mit. Schön arbeiten. Schön arbeiten. Hast du das Eisen mitgenommen? Achso, du hast es ja. Komplett in die Schmiede reingeschmissen. Richtig. Oh, ich brauche nur eins. Kann ich dann eins? Dann nimm es dir. Ja, und ich glaube, ich werde mir mal einen Katana irgendwann bei gelegen. Kannst du machen. Es gibt ja bei Conan so eine Fraktion, die eher aus so einem, die so asiatisch angehaucht ist. Daher wahrscheinlich auch das Katana. Im Film war es dieser Bogenschütze, sah aus wie ein Mongole. Stimmt. Oh, geformtes Holz brauche ich gar nicht so viel. Wo ist Coco? Kämpfst du da unten? Ja. Das Coco hat mich genervt. Ja, ich habe dir versucht zu helfen, aber zu spät. Danke für den Knochenpfeil. Ja, gerne. So, und immer nur ein Steak essen. Hängt davon ab, warum du isst. Ja, zum Regenerieren macht es Sinn nach und nach. Gut, ich hatte Hunger, aber da reicht auch ein Steak. So, wir haben jetzt noch 94 geformtes Holz für dich und er macht noch richtig viel geformtes Holz. Warum ist hier das Feuer aus? Weil das Holz alle ist. Genau. Ich sammle gerade Holz. Ja, das Holz, was ich gesammelt habe, das habe ich komplett den Zimmermann gegeben. Und ich muss hier mal eine Treppe bauen. Das nervt mich langsam mit dem Hochklettern hier. Oder du müsstest mir mal eine Treppe bauen. Oder zwei oder drei Treppenteile. Sag mir nur, wie viel du haben willst und ich bringe sie dir. Drei Treppenteile. Erstmal das Holz. Ja. Das Holz sammelst du für den Ofen? Gut. Jo. Die Öfen. Die Öfen. Für die Eisenverstärkung brauchen wir zwei Eisen immer, ne? Ich glaube. Dann müsste man ja schon wieder Eisen laufen. Das ist, schon wieder Eisen sammeln. Das ist ja unglaublich, wie viel Eisen man braucht. Du kannst ja mal gucken, dein Doppelschwert müsste fertig sein. Also dein Zweihandschwert. Oh, korrekt. Und die Eisenbohrsäcke, ist die auch für mich? Wenn du die nutzen möchtest. Ja, dafür schmeiße ich mein Schild und meine Einhandwaffe weg. Kannst du vielleicht auch verwerten. Und das ist eine alte Waffe, die kann... Kann man Sachen wieder zerstören? Nee, ne? Noch nicht. Aber später. Ja. Da kann man eine Demontagebank bauen. Mhm. Damit man hier ein bisschen Ressourcen rauskriegt. Genau.
Ja, wir brauchen Eisen. Wir brauchen Eisen. Oh, ich habe noch ganz viele Äste. So, läuft. Wieder. Ja, ich renne noch mal hoch und hol mir mal Eisen. Gut, dann würde ich mich einfach um dein Dings kümmern. Dings? Dings. Welchen Dings? Treppen. Ah, Treppendings. Fantastisch. Dings halt. Treppendings, ja. Oh, das Schwert sieht schön aus. Das ist so ein richtiges, schönes, großes Hackemesser. So. Gefällt's dir? Habe ich dir ein schönes Schwert gemacht? Ja, hast du ganz gut gemacht. Und ich muss gleich mal hier die Pike mal gegen so einen Kroko testen. Hallo, Kroko. Bleib weg. Wie roll ich nochmal weg? Ich hab's vergessen. Ah, okay. Halt. Ganz ehrlich? Das ist wirklich easy peasy mit der Waffe. Weil du drückst immer so ein bisschen nach hinten. Das geht eigentlich ganz gut. Dann mache ich mir auch bei Gelegenheit nochmal so eine Pike. Ich nenne es einfach mal Anti-Kroko-Waffe. Vielleicht kann man mit der Pike auch besser gegen die Steinnasen kämpfen. Das muss ich auch mal testen. Mach mal. Ja, später. Soll ich dir dann deine Treppe auch schon bauen? Also da hochbauen und so? Oder willst du es selber? Kannst du auch machen, wenn du willst. Also kannst du gerne machen. Und in ein paar Minuten müsste dann für dich halt auch genug Eisenverstärkung da drin sein. 250 müssten dann bald fertig sein. Ja, ich muss auch nochmal gucken, was ich an Holz da brauche und so. Ja, geformtes Holz müsste auch ausreichend da sein für dich. Der Zimmermann-Typ ist dabei. Was war das denn für ein Geräusch? Klingt wie eine scheiß verfickte Klapperschlange. Was musst du denn so viel fluchen? Ach ja, nicht fluchen. Darf ich nicht fluchen? Nein, das ist jetzt ab 18. Wir müssen auf die Kinder. Ich hatte erst vor kurzem ein Gespräch mit jemandem und da meinte er auch so, ja, mein Sohn guckt auch sehr viel YouTube und so. Weil ich ihm erzählt habe, dass ich YouTuber ein paar YouTube-Videos mache halt, ne? Und er so, ja, gib mir mal deinen Namen, dann kann mein Sohn deine Videos mal gucken. Ich so, nee, besser nicht. Wie alt ist das? Ja, 10. Ja. Ich glaube, das Spiel ist nicht für 10-Jährige. Wie gesagt, das Spiel ist ab 18. Ja, grob. Nein, das ist ab 18. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch viele spielen, die halt ein bisschen jünger sind. Wahrscheinlich. Ach, ich hätte ein Holz mitnehmen sollen. Um die Treppe zu bauen. So, da könntest du dann noch vielleicht ein Geländer hinbauen. Soll es hier auch kommen? Warte mal, kann ich nicht eine Treppe mit Geländer machen? Junge! Ich will nicht kämpfen. Oh, den habe ich klein gemacht. Ich konnte doch eine Treppe mit Geländer bauen. Oder muss ich den? Ah, ich brauche Treppenbauergeselle. Na gut, ich habe nicht genügend Punkte. Okay, also gibt es nur einfache Treppen. Ja, einfache Treppen reichen mir voll und ganz.
wie gesagt, vielleicht kannst du dann da noch Geländer für bauen. Ja, das mache ich. Ich habe so ganz viel. Oh, oh, das ist eine doofe Idee, doofe Idee, doofe Idee. Keine Ausdauer und tot. Nein, doch nicht. Schade. Ich habe meine Ausdauer unterschätzt. Uiuiuiui, das war nicht klug. So, ja, ich habe dir eine Treppe gebaut. Danke. Und Waffe wählen. Nee, das war eine Fettraupe, scheiße. Ich würde dann vielleicht da unten, wo dieser Aufgang ist, würde ich jetzt auch nochmal eine Mauer bauen. Nicht gut. Ja, das ist auch nicht so gut. Ey! Scheißviecher! Conan? Ich dachte, du bist. Den Tod! Nein! Was machst du denn? Ich hab mich in den Tod gerollt. Was? Ja, in den Tod! In den Tod! Wieso machst du sowas? Weil ich oben mit drei Steinnasen gekämpft habe, verdammt. Und ich hab dann gemerkt, eieiei, ich bin verwundet. Und dann, wollte ich weg. Und dann war da so ein Abgang. Und dann war ich auch weg. Das ist schlecht. Genau. Was kriegen die Steinhasen aber gleich wieder? Oh. Genau da, wo der Arsch ist, ist bei meinem Monitor ein kleiner Fleck. Mal kurz weg hier. Der hellen Haut fällt's auf. Nee, es ist. Jetzt rubbelst du an deinem virtuellen Arsch. Nein, das, der Fleck ist, der gehört zum Arsch. Ich dachte, das wäre. Ich dachte, das wäre ein Fleck auf dem Monitor. Ist das doch kein Fleck auf dem Monitor? Nee, das war doch kein Fleck auf dem Monitor. Der hat da so ein Pünktchen. So. Rechts. Fast am Ende der Ritze. Kann ich ja nichts dafür. Ja, ich kümmere mich mal auf um den Hintereingang. Ja, bei dem Thema war ich ja gerade. Verdammt, Kaffee ist alle. Ja, sorry, dass wir den Weg nochmal laufen. Aber es ist halt kein Conan, es ist ein He-Man. Mit deinem nackten Arsch und deinem dicken Töten. Den sehe ich ja Gott sei Dank nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, auf welcher Taste das war. Aber du konntest auch, Kamera drehen. Ja, auf V ist das, ne? Ja, der erste Charakter auf dem Testserver hat einen Kleen gehabt. Denn beim zweiten Mal die Charakter. Ne, wir haben dreimal Charaktere erstellt, ne? Ich glaube, beim zweiten Mal hatte der ganz normal. Da habe ich nichts geändert und beim letzten dachte ich mir, ach komm, hau raus da. 350 Ziegel, 60 geformte Holz und 250 Eisenverstärkung.
Alter, diese Nasen da oben, die hau ich gleich sowas von zu Brei. Ja, komm runter, wenn du dich traust, du Kackvieh. Ha? Noch bin ich nackt. Komm runter, du. Schieß dir gleich die Rübe weg. Ach, wir machen das anders. Ich muss ja immer mein festes System haben, das ist halt so. So. Okay. Dann machen wir die Fettraupe auf 8. So. Und weil du da schon so stehst, du Arschkrampe. Oh, die ist abgeprallt. Na komm runter. Klappt doch. Kann ich mir selber das Herz rausschneiden? Ich glaube. Ne, ich habe nur Ärmchen gekriegt. Oh, kann sein. Nee, ach, egal. So. So, wo ist die nächste? Hier fehlt doch einer. Ich habe doch gegen drei gekämpft. Warum sind hier nur eine Leiche? Boah, dann ist erschrocken. Arschloch. Oh, da hat er mich hingelegt. Und wie macht sich die Pike gegen die Steinnasen? Gar nicht gut. Ich mache einfach die Axt, das Zweihandschwert. Ich überlege gerade, was ist das Beste, um Steinnasen auszunehmen? Also ich habe immer die Spitzhacke genommen, aber kannst auch was anderes probieren. Ja, das habe ich gerade vor. Ich nimm mal das Hackemesser. Gut, da kriegen wir wohl gar nichts raus. Und mit der Axt. Stein, naja. Manchmal kriegt man halt bei dem Kristall und genau. Manchmal auch Schwefel. Ich fahre hinter dem Schwefel her. Ach, jetzt weiß ich, was hier falsch ist. So. Auf 8 ist immer mein Wasserschlauch. Kommst du gut mit der Treppe voran? Die Treppe steht schon im Haus. Und was machst du jetzt? Hinterhof. Ich hab doch gesagt, ich kümmere mich um die Hintertür. Ja, ich dachte, du meinst damit diesen Treppenaufstieg da. Nee, der war ja schnell gemacht. Aber wir haben ja noch diese Hintertür, wo du meintest, das müssen wir auch nochmal absichern. Und da arbeite ich gerade dran. Das war alles gut. Ja, kommt doch bestimmt noch hier so gleich so eine Steinnase raus. Und erschreckt mich nochmal. Ne? Lass mich auch immer erschrecken, diese Viecher. Ich weiß, die kommen da gleich raus, aber
hat mich bisher, glaube ich, in Conan häufiger erschrocken als in irgendeinem Gruselspiel. La. Also morgen müssen wir aber mal was anderes machen außer bauen. Gerne. Morgen müssen wir mal irgendwie. Also bei der nächsten Aufnahme machen wir dann irgendwie mal Schlachti wieder. Okay. Oder erkunden, keine Ahnung. Ja, ich habe schon gerechnet, dass du kommst. Wir können ja mal ganz, ganz weit nach Westen gehen. Also wir sind ja bis jetzt da nur bis zu dieser zerstörten Brücke gegangen, aber da kann man ja noch weiter gehen. Weil wir hatten bis jetzt die Wanderung in den Osten, wir sind nach Norden gegangen, wir sind aber noch nicht so richtig nach Westen gegangen. Ah, hat er mich noch erwischt. Ich wollte gerade sagen, der Kampf war gar nicht schlecht. Immer, wenn er seine Aktion hatte, war ich schon weg. Na egal. Also mal in eine andere Richtung wandern, hast du gerade gesagt, ja? Genau, nach Westen. Wir waren jetzt im Osten, wir waren im Norden. Wir können ein paar Menschen schlachten. Ich bin überlastet. Okay, das ist ein bisschen doof. Noch überlastet? Deine Mutter. Ja, dann mache ich mich mal auf dem Heimweg. Mach mal. Ich habe das Gefühl, es wird auch schon wieder dunkel, oder? Da hast du recht mit. Ich wollte es trotzdem toll finden, wenn es Pferde geben würde. Reittiere meinst du? Ja, hätte schon was. Weil jetzt wieder diesen Weg runterlaufen, das ist. Es würde mit dem Pferdchen ziemlich schnell gehen. Wohl so ein Packtier würde mich ja auch schon glücklich machen. So ein Lastkrokodil. Was da meine, das hätte auch was meine Sachen hinterher schiebt oder man packt es direkt aufs Krokodil. Das würde auch lustig aussehen, wenn man das sehen würde. Ja. Nee, ich lass dich mal in Ruhe. Nein, geh weg. Thank you.
So, jetzt reicht es auch langsam mit den Steinen. Ich habe die auch langsam gut geerntet hier. Mei, oh mei, das dauert. Kann ich mir vielleicht die Eisenverstärkung schnappen? Ich habe ja gerade 1000, oder nicht 1000 nicht, aber Eisen mitgebracht. Dann hätte ich meinen Tempel nämlich schon zum Aufwerten fertig. Ja, mach. Ja, gut, danke dir. Ich helfe auch bei deinem Tempel. Danke. Ja, weil das klang so gerade, ja, mach. Aber brauchst du noch die anderen Sachen, oder? Ja. Aber ich glaube, das, was ich schon habe, das packe ich dann schon mal in meinen Tempel. Ich bringe auch gleich Reste wieder mit. So, siehst du, noch ein bisschen was übrig geblieben. Ach, das Aufwerten dauert auch noch. Na gut, dann haben wir das vielleicht für eine nächste Folge. Gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, mit den Bildern von, mit dem Bild von Seth verabschieden wir uns von dieser Folge. Vergesst nicht, ihr seht, zu liken, zu kommentieren und für Mitra auch. Für Mitra auch, ja. Ein Abo wäre auch cool. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss.